die, leech! I'll send you to hell! One of them! Ja, die Waffe ist schon mal... Boah. Krass. Macht auf jeden Fall mehr Schaden, ne? Krass. Ja, die macht auf jeden Fall gerade mehr... Aua. Krasse Scheiße. Der Unterschied jetzt einfach gerade, ne? Auch nicht schlecht. So, ich muss jetzt einen Zugang finden. Ist etwas blöd, weil ich keine Ahnung habe. Vielleicht von hier irgendwo? Ich weiß wirklich nicht, wie ich den Durchgang jetzt hier finde. Ja, ist ein bisschen zäher, ne? Merkt man. Die sind ein bisschen zäher und die sind jetzt wieder halt neu gespawnt. Oh, jetzt laggt es wieder. Ich sehe schon. Na du. Remember your vows, friends. Bloody leech. Ich möchte ungern jetzt in diesen Smog hier rein, aber so hole ich mir mein Blut, was ich gebrauchen kann. Tja. Okay, mal gucken. Au. Ich sehe schon, finde den Zugang zum Theater. Ich sehe schon, dass man das hier irgendwo machen kann. Ich glaube, da oben. Ne? Hm, ich sehe schon. Ja, lecker, Frau. Ich will dir eigentlich nicht wehtun, aber du lässt mir keine Wahl. Du lässt mir einfach keine Wahl. So, ich würde mal sagen, hier muss ich rein, ne? Ich höre sehr ungeile Geräusche. War ich hier nicht schon mal? Doch, ich war hier schon. Okay, ich habe jetzt... Scheiße, ich habe jetzt echt Hoffnung gehabt, dass ich den Weg gefunden habe. Jetzt laggt das Spiel wieder, ich sehe es schon. Vielleicht von hier irgendwo? Ach man, ist doch doof. Nee. Weil sobald ich in der Nähe bin, verschwindet das rechts, diese Anzeige mit dem zweiten und ersten Infektionsherd. Wartet. In irgendeinem Umkreis ist das. Oder es verschwindet nicht, okay. Aber entsteht halt oben dieses Y von den Vampir. Als Markierungshinweis. Ich habe aber. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Das muss doch hier irgendwo sein. Jetzt ist es wieder weg, weil ich zu weit weg bin. Das muss dann irgendwo hier sein. There's an open window on the second floor. Ja. I should be able to get in through that. Ich hab's gefunden. So ein Kack. So, jetzt können wir reingehen. Mal sehen. Also ich und Wege finden, das ist furchtbar. Furchtbar. Mal sehen. Ob die Frau noch eine Sterbliche ist oder halt schon ein Skull. Man weiß ja nicht. Aber alle Spuren führen zu dieser Frau. Das ist etwas merkwürdig.
Vielleicht ist es auch einfach, sie kann nichts dafür und wurde in jeder Sache reingezogen, obwohl sie hat sich ja auch auf eine Affäre eingelassen, also das hat sie ja bewusst getan dann. Also sie wusste nicht, dass er verheiratet ist, aber das glaube ich ja nicht. Ja, dann würde sie doch nicht so offen einen Brief hinschicken, oder? Also sie hat echt einen sehr erotischen Brief geschrieben, dass sie sich nach ihm verzehrt und ihr Körper und was weiß ich. Ich glaube, die Frau ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass sie auch nicht mehr menschlich ist. Ich ertrage den Schmerz nicht mehr, seit diese Schlampe mich infiziert hat. Fühlt sich mein Körper an, als würde er auseinanderbrechen. Sie versteckt sich schon seit Tagen in ihrem Zimmer, gibt mittels kleiner Notizen Befehle und probt nur nachts. Ich habe eine ihrer sogenannten Proben gesehen. Sie stampft wütend und hasserfüllt auf die Bühne und bejammert ihre welkende Schönheit. Das Missstück ist infiziert, von Grund auf verdorben. Und sie will alle in diesem Ort und dann jeden in London anstecken. Alles klar, das verstehe ich dann. Darum ist sie also zu der einen rüber, zu der Familie, hat die Tochter angesteckt, wahrscheinlich, wenn es jetzt um Doris geht. Und ist dann zu ihrem Liebhaber und hat die beiden auch. Ja. Okay. Ihr nächstes Stück wird nicht vor Dezember aufgeführt. Bis dahin werden alle Theaterangestellten, ihre gehorsamen Lakaien und gezwungen sein, ihre bösen Machenschaften zu dienen. Ich bin sicher, sie hat einen Weg gefunden, unser Essen oder das Wasser zu verderben. Denn nach der Mahlzeit, die sie uns letzten Montag servierte, sind wir erkrankt und haben begonnen, uns zu verändern. Wer immer diesen Brief finden mag, soll wissen, dass ich mich nur umgebracht habe, um der Hölle zu entkommen, zu der dieser Ort geworden ist. Möge Gott mir und meiner unsterblichen Seele gnädig sein. Schließlich habe ich mich geweigert, Komplize bei dieser Teufelei zu sein. Okay. Grant Guignol. Was? Sieht man hier irgendwo? Man sieht nur die jetzt gerade hier leben, ne? Oder? Ah, die hat Kopfschmerzen. Was hier gerade abgeht, unglaublich. Die legendären Vampire habe ich leider noch gar nichts. Okay, das sieht schon. Die ist 100, ja, die ist infiziert, man merkt schon. For in front of you stands the tall queen. Beziehungsweise sie ist kein Mensch mehr. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Ich weiß nicht, es sieht schon sehr creepy hier aus. Alter. Die hat hier echt alle angesteckt, die hat alle gebissen, ne? What the fuck? Alter. Okay. Sie ist das, ne? Wir machen also einen Todeskampf auf dem Theaterplatz. Auf der Bühne. Krasse Scheiß. Also, das ist ein. Finde ich nicht schlecht. Eine interessante Idee. Und alle ihre Angestellten sind jetzt Monster. Holy shit. Das kranke Stück. Altes Tagebuch von Doris Fletcher, London, 17. August 1918. Ich habe sie leibhaftig gesehen, die Hexe aus meinen Kindheitsalbträumen. Das Missstück hat mich jahrelang gequält. Ich erblickte sie und erschauderte. Ihre Stimme, ihr Gesicht. Ich wusste, dass sie in jenem Krankenhaus war. Ich wusste, dass sie krank war und wollte ihr Leid mit eigenen Augen sehen. Ich mag mich selbst neu erfunden haben, eine berühmte Schauspielerin geworden sein und diese furchtbaren Jahre verdrängt haben, aber ich kann nicht vergessen, dass ich ihre Tochter bin. Als ich ihren gebrechlichen Körper in jedem schmalen Bett sah, leidend, krank, besiegt, musste ich meine Tränen zurückhalten, denn ich sah mich an. Sie erkannte mich. Sie sah den Hass in meinen Augen und sie lächelte. Dieser leichenhafte Abglanz meiner Mutter. Und das Schlimmste war, dass ich keinerlei Befriedigung verspürte, sie so stark leiden zu sehen. Am schlimmsten war nicht der plötzliche wiederkehrende, die plötzlich wiederkehrenden Erinnerungen an die Schläge und Schämungen.
Nein, am schlimmsten war der Hass, der in meinem Herzen aufkeimte, als sie mich ansah, denn dieser Hass verströmte auch sie. Letztlich bleibe ich einfach ihre Tochter. Mutter und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. Wer ist denn die Mutter? Im Krankenhaus? Okay. Ein paar Informationen über sie. Boah, was ist denn hier passiert? Du Heilige. Ich finde das echt krass jetzt. Doch jetzt verbirgt er sich hässlich wie die Nacht. Ihr Theaterstück. Ich hoffe, das ist Farbe und kein Blut. Wow. Okay, das ist ein sehr krasser Ort hier, finde ich. Verunstalteter, blinzelnder Skull. Stands the tall queen. You can but lower your head. Fit only to smirk at her soiled feet. Da wird wohl keiner mehr zugucken wollen. Poor Doris. I knew. Die hat doch ihr Outfit an. Okay, ich weiß nicht, das wird... Scheiße, ein stärkerer Bossfight, denke ich mal. Die wird ziemlich stark in Szene gesetzt. Oh je, oh je. I can't believe I'm doing this. I cannot enter. Okay, ist verschlossen. Kann ich... Was ist hier unten? Da wollte ich jetzt nicht hin. You who dared enter. Da wollte ich jetzt nicht hin. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. Oh mein Gott, die versteckt da irgendwas. Das ist wahrscheinlich irgendein Geschwilz oder so. That now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. Der Schauplatz des Todes. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Okay, sie hat sie nicht alle. Until then, all shall Zeig mir mal deinen Arm, bitte. For that was her final. What? The fuck? Okay, ach du heilige Scheiße. Wen stellt sie da? Das sieht so wie so eine, weiß ich nicht, südländische Kämpferin aus. Da kommt noch mehr, ich sehe schon. Die ist doch so groß, was zur Hölle? Au! My children, my beloved. Alter, was macht die für ein Damage hier? Behold, Kinslayer, the disgrace of she beauty. What? Ii, was ist das? Again, once they all share her fate. Ekelhaft! Ich kann nicht mehr angreifen. Aua. Ja, ist ja gut. What the fuck, du kleine Drecksau. Was ist das? Wie unfair! Come to me, my servant! Avenge me! Geil, ist schon unfair.
Ja, ist klar, dass du mich triffst, du Kackgesicht. Ist klar! Hör auf damit! Du hässliche Kackkuh! Geh doch einfach sterben! Sterben! Ich bin auch gleich tot. I summon thee, my children of the night. Fight, maim, bit, kill! Bah. Alter. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. Du bist wunderschön. I did not come to kill you, Miss Fletcher. Also sie ist wirklich schön, abgesehen von dem, was da an ihrem Arm ist. Cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? Du bist ein bisschen... No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. Hallo, warum denn? And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now, the threat you embody must be stopped. Sie ist voller Hass, ja, sie muss aufgehalten werden. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. Die fackelt jetzt alles ab, ne? Also das ging schnell mit dem Entzünden. Dramatisches Ende für sie. Doris. Boah, war die aber asozial mit ihrem Scheißarm, ne? Ich wusste, dass der nervig werden wird. Bravo! So dramatic! I love it! McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. You and me. Ach, noch mehr Kämpfe? Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Okay. I should probably leave the theater right now. Ja, der letzte Akt. It's locked, all right. Hey! Warum ist es jetzt locked? Ich wollte doch noch mich umschauen. The West End should be safe now. Verdammte Scheiße. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection. While I continue my research during the Great Hunt. Neues Tagebuch von Doris Fletcher. 24. Oktober 1918. Bald stehe ich wieder auf der Bühne, denn meine Proben sind fast vorbei. Meine Lakaien sind um mich herum versammelt und bereit, jeden meiner Befehle auszuführen. Okay, die war sowieso schon von Anfang an besessen. Schon bald kehrt mein Publikum zurück und wird bereitwillig meinen Kunst bejubeln. Die Jungen, die Schönen, mein gesundes Publikum. Die Leute werden zu ihren Familien, in ihren schönen Häusern und ihren glücklichen Leben zurückkehren. Verzückt von meiner Darbietung, schockiert von meiner Maskerade, berührt von meiner Anmut, von meinem ansteckenden Vermächtnis. Sie werden die Krankheit der Reihe nach verbreiten und sich verwandeln. Okay. Also habe ich es doch verwechselt, sie war da schon verwandelt. Und ich werde wieder ihre geliebte Königin sein und sie werden mir niemals vergeben. Und ich werde mich für den grausamen Streich rächen, den mir das Schicksal gespielt hat. Okay. Heftig. So, mehr finde ich jetzt hier leider nicht. Und hier muss ich wohl raus. Scheiße, ich wollte mich eigentlich noch im Theater umsehen. Man konnte nämlich noch nach unten gehen, zur Eingangshalle, glaube ich. Fuck, da ist jetzt alles voller Jäger. Mist, warum musste ich jetzt die richtige Tür finden? Das war gar nicht geplant. Scheiße, scheiße. Na gut,
Dann haben wir sie aber auch erledigt, was soll's. Mal gucken, was jetzt passiert. Aber sie musste wirklich beseitigt werden. Man hat gesehen, ihren Hass, einfach ihren ganzen Hass, den sie hatte. Und sie hat ihre eigenen Leute, ihre Lakaien, sage ich mal jetzt, so wie sie sie genannt hat, ihre Angestellten, also sie hat sie alle angesteckt. Die Frau, ey, unglaublich. Und dann ist sie halt zu ihrem Lover zurück, hat den auch nur angesteckt und die zu ihrer Schauspielschule sollte auch. Krass. Also alle, die was mit ihr zu tun hatten, ja, das ist also doch ihre Schuld gewesen. These people want me dead. I need to leave now. Yep. Müsste ich mal nach Whitechapel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. So, ich bin in Whitechapel. Ich möchte mal kurz gucken, wo derjenige ist, der hier so krank ist. Weil wenn ich jetzt wieder, wenn ich es jetzt vergesse und der stirbt dann, das wäre nicht so geil. Ich weiß bloß nicht, wo der ist. Good. How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just like the war in the trenches, Doctor. Schüsse? I can't stand it. Okay. Da ist gesund. Warum sind hier lauter Schüsse? Goody. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Mhm. Ist sie gesund, ja. Goodbye, Miss. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich denjenigen finden soll. Hatte ich den nicht gehört? Hä? Warum? Okay. Verwirrt. Ich bin verwirrt. Wo finde ich denn jetzt die anderen alle? Nee, das geht woanders hin. Den kenne ich nicht, okay. Ich glaube, ich muss da geradeaus weiter, ne? Oder? Es ist immer schwierig, hier zu finden, wo ich hin soll. Hallo, Mr. Petrescu. Hallo, Doc. Ist der denn gesund wenigstens? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht gerade. Ich weiß es nicht. How is the sanitary situation in Whitechapel? We hold on, despite the epidemic. Armed patrols have been seen in the vicinity for a few nights, but they stayed away from the dispensary. Okay, das ist gut. Oh, der ist erkältet. Den könnte ich Do mal you need helfen. Some help? Aber... Well, it... Hä? Ist der jetzt nicht krank? Aber er ist erkältet. Warum nimmt er denn nichts? Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need... Okay. Well, I think you do. Freed. Ach so, weil es nicht markiert war. Also, okay, es war so ausgegraut, deswegen. Das war etwas verwirrend für mich. Wo ist der Typ? Personenkreis. Der ist blind. Wo ist der denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich den finde. Der erholt sich. Der ist erschöpft. Der ist erschöpft. Erschöpfung ist ja jetzt nichts Tödliches eigentlich.
Also jetzt nicht so dramatisch, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung. Aber ich weiß nicht, wo ich den Typen jetzt finde. Weil der hat hier schon drei Dinger. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich glaube, der verreckt. Ich erinnere mich an einen Mann, der nicht zurückkommen wollte zur Stadt, zum Stadtinneren. Der hat immer abgelehnt, aber ich weiß absolut nicht, wo der ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, er wird wahrscheinlich sterben. Scheiße. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich den finde. Ich weiß nur, dass da bei diesem Ort immer Skull waren. Welche Stufe habe ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Stufe 4. Irgendwann kriege ich dich. Du bist nur auf meiner Liste, Freundchen. Ah, da ist ja noch jemand. Erschöpft, komm mal her. Ich gebe dir mal lieber was. Good evening. Do you need assistance? I would... If you persist in... So. Goodbye, Mr. Darby. Ich möchte ihr Blut erhalten, nicht, dass sie mich hier, dass sie hier wegsterben. Muss ja nicht sein. Kümmern wir uns einfach um die Allgemeinheit, um die lieben Leute. War das nicht der... Good evening, Harry. May I come in? Sure. Even Harry? My dreams are soaked with gloom. Kenn ich den? So, may I ask you... I'm not bothered. Would it ease tensions with your father if he got an honest Stimmt, job? Stimmt, der Vater ist ja der schlimme Because he Typ tried, da. You know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Okay. Klingt ja nicht so schön. Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't believe in miracles, but it seems the epidemic has been kept at bay for a few days. As a chef, come. Do you need us? I do. Gib mir. You'll feel. Bitte schön. Goodbye, young. Is there only pain and suffering in this world? Ja, ist ein bisschen deprimiert, der Junge, ne? It's verschlossen. Wahrscheinlich muss ich diesen. Wie hieß der Vater nochmal? Joe oder so, glaube ich. Wahrscheinlich muss ich den umnieten, dass ich den Schlüssel bekomme. Oder seinen Sohn. Ich weiß ja nicht. Even my dreams are soaked with gloom. Tschüss. Bitte nicht so negativ sein. Hier, das ist der Vater, ne? Glaube ich. You? Joe, ja, das ist der Vater. Okay. Wie geht's dem? Der ist gesund. Okay. Goodbye, Mr. Na schön, dann gehe ich mal wieder zurück. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wo ich diesen einen Typen finde. Ich habe keine Ahnung. Der wird hier irgendwo sein, aber... Wahrscheinlich ist es dann zu spät und er wird tot sein. Weil ich weiß leider nicht, wo ich den genau finde. Etwas doof. Wir müssen jetzt sowieso Bericht erstatten. Monster! Oh, natürlich, natürlich triffst du mich. Oh, jetzt habe ich das schon wieder eingesetzt. Ich vertipp mich die ganze Zeit. So ein Mist. So ein Mist. Der will gerade angreifen. Gehen wir mal rein. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein. Diesen Ladebildschirm müsst ihr euch jetzt nicht geben. Und ja, bis dann.